extra Tisch. Extra Tisch für uns, hat er gesagt. Meine Kamera. Ich glaube, wir fangen mal an. Der Saal ist voll. Wir haben kurz nach halb. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Bürgerversammlung am heutigen Abend. Mein Name ist Hans Frier, ich bin Vorsitzender von der Bürgerschaft. Und ich mich vorstellen kann, mein Stellvertreter Ralf Long und aus dem Vorstand ist noch Sabine Barilla-Wiemann. Und die anderen könnte ich mir noch vorstellen. Da ist der. Genau. Er ist ja gerade hier vorne hingesetzt. Eigentlich hatte ich nur erhofft, dass vielleicht einige Ratsleute noch hier vorne hingesellen. Deshalb sind die Tür dann auch frei. Aber ich glaube, das würde ich so gerne gesehen. Allerdings möchte ich doch bitten, dass wir nachher die Fragen gucken. Wir haben ja hier so eine kleine Tagesordnung. Hier heißt es ja nachher, dass wir doch auch gerne die Politiker aus dem Rat fragen wollen, wie sie denn zu der Verwaltungsvorlage und zu der ganzen Situation hier unter Bezirk 7 stehen. Insbesondere natürlich das, was uns ganz besonders hier in Krai und Leite interessiert. Deshalb möchte ich doch zumindest bitten, wenn man sich nicht hier vorne jetzt dauerhaft hinsetzt, doch nachher zumindest, ich sie doch bitte auffordern, ein Statement abzugeben, dass dann von den einzelnen Fraktionen und Gruppierungen aus dem Rat jemand nach vorne kommt und dann, sei es so wie ich, hier das Mikrofon in der Hand nimmt, da Platz nimmt oder im Stehen macht, wie er es dann gerne hätte, da möchte ich doch schon ganz gerne drum bitten, denn dafür sind ja die Bürgerinnen und Bürger auch da, um informiert zu werden. Nicht letztendlich soll danach natürlich auch Fragen gestellt werden. Und sofern sie ja nicht beantwortet können, wollen wir sie protokollieren, dann entsprechend ÖBV und Rat dann diese, ja, einzelnen Fragen was einem so auf die Seele und auf den Nägeln brennt, weiterleiten. Was aber hier auch schon gesagt werden kann, das sollte man natürlich dann auch hier klären. Wie macht man denn so? Ja, also von daher gesehen, von der Verwaltung, die wir eingeladen haben, ist keiner gekommen. Ich denke, hier sitzt auch keiner. Was Sie am Samstag in der Zeitung zumindest gelesen haben, kann ich auch entsprechend auch nicht weiter kommentieren. Ich weiß auch nicht mehr als Sie. Liest sich ja erstmal einmal für uns die Stadt Berlin erstmal ganz gut. Aber man wird auch schon wieder auch daran, wird noch gefeilt. Da ist wohl auch noch nicht das letzte Wort gesprochen und die Unterschrift ist auch noch nicht bei unserem Bürgermeister darunter. Letzter Stand, den ich gehört habe. Also das ist jetzt alles so ein vorsichtiges Abtasten. Sollten aber aus dem Rat hier die Leute mehr wissen, wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn sie was dazu sagen könnten, wenn sie sagen könnten, ich weiß auch nur erstmal den Stand so und so und wir haben uns von der Fraktion auf die und die Sache eingestellt, wäre das ja auch schon etwas. Wir können ja jetzt nicht alle erwarten, dass die Politiker in die Glaskugel gucken und schon wissen, was morgen und übermorgen ist, wenn also gewisse Dinge noch im Schwange sind. So, ja, von daher, also Verwaltung ist keiner da. Wer würde sich denn als Erster aus dem Rat, einige habe ich ja schon gesehen, die da sind, bereit erklären, was zur Verwaltungsvorlage, was zur Situation hier vor Ort ja, zu sagen und mitzuteilen? Ja, das da vorne. Zu stehen, wollt sich da hin? Ja, mein Name ist Manfred Tepperis, ich bin Mitglied des Rates, bin auch hier der gewählte Ratsherr für Krai und Leit und bin jetzt im Rat der Stadt Essen seit 2004. Also Stand der Dinge heute ist der, dass der Oberbürgermeister gesagt hat, dass er in der nächsten Woche dann die abgestimmte Ratsvorlage den Fraktionen im Rat der Stadt Essen dann vorlegen wird zur Vorberatung dann dieser Angelegenheit dann am 27. Januar im Rat der Stadt Essen. Wir waren davon ausgegangen,
dass wir dann schon heute diese überarbeitete Vorlage kriegen würden. Aber uns ist also mitgeteilt worden, es sind also viele Vorschläge gemacht worden. Es muss also eingehend, muss das geprüft werden und intensiv. Und man will auch dann eine abgestimmte Vorlage haben, wo man auch alle Flächen dann geprüft hat und zu allen Flächen auch dann eine Aussage machen kann. Und das wird dann in der nächsten Woche der Fall sein. Mehr inhaltlich zu der Vorlage kann ich dann nicht sagen. Ich habe im Grunde den gleichen Stand wie Sie. Es gab ja diese städtebauliche Strategie zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Essen. Diese Vorlage hatten wir am 16. Dezember im Rat gehabt. Und die Verwaltung ist dann von der Mehrheit des Rates dann beauftragt worden, diese Flächen dann zu prüfen. Es sind noch weitere Vorschläge, dann Flächenvorschläge gemacht worden, die dann in der Prüfung mit berücksichtigt werden müssen. Dann sind noch Vorschläge gemacht worden zum Leerstand von Wohnungen in ganz Essen, die man dann auch dann noch von Flüchtlingen bezogen werden können. Es sind Gewerbegebiete auch noch dann vorgeschlagen worden. Also all diese Punkte werden jetzt mit berücksichtigt und dann die entsprechende Vorlage werden wir dann am 27. Januar erhalten. Am Freitag ist ein interfraktioneller Arbeitskreis zusammengekommen. Darin waren alle Fraktionen des Rates vertreten. Dieser interfraktionelle Arbeitskreis ist geleitet worden von dem Herrn Oberbürgermeister. Dieses Ergebnis ist also offiziell nicht bekannt, aber der Presse ist dann aber schon wesentliche Punkte, der Punkte, die dort besprochen worden sind, in dieser Arbeitskreissitzung mitgeteilt worden. Und das konnten wir dann auch am Samstag dann auch in der Zeitung lesen. Das heißt, bezogen hier auch auf drei Leute ist der Sachstand der, dass also für die vorgeschlagene Fläche am Isinger Bach Hochfeldstraße die Eigentümer nicht bereit sind, diese Fläche zu verkaufen. Des Weiteren ist dann vorgeschlagen, auch für Horst, Reinkamp und Becklenbeck-Wiese das Gleiche, dass die Eigentümer dort auch nicht bereit sind, ihre Flächen zu verkaufen. Das ist ein neues Amt. Die andere Fläche, die für uns noch wichtig ist in Leut, ist die Fläche an der Lahnbeckestraße. Darüber war also nichts zu lesen, deswegen kann ich auch zu dem Sachstand dieser Fläche jetzt nichts sagen. Aber die Verwaltung wird dazu Stellung nehmen und auch in der nächsten Woche wird dann eine Stellungnahme von der Verwaltung zur Lahnbecke dann mit den Ratsfraktionen dann mitgeteilt werden. Und das ist so der Kenntnisstand, den ich habe. Dazu. Dann hat der Lutz gerade dann auch noch gefragt, also die Ratsherren jetzt persönlich zu den Flächenvorschlägen stehen, die gemacht worden sind. Also ich habe mich schon dazu geäußert. Ich habe klar gesagt, dass ich also dagegen bin, dass in Landschaftsschutzgebieten gebaut wird. Konnte mich auch expressis verbis auf die Fläche an der Hochfeldstraße, wie sie noch Bach beziehen, dass wir, Jochen Becker, damals wir zusammen in der Bezirksvertretung, als auch dort eine Riesenbebauung vorgesehen war von über 1000 Wohneinheiten, auch mit der Gründung einer Bürgerinitiative es dann geschafft haben, dass also dort diese Bebauung nicht durchgeführt werden kann. Die Position, die wir damals hatten als SPD, die haben wir heute auch noch. Also wir sind dafür, Landschaftsschutzgebiete zu erhalten, wie ich gesagt habe. Es ist also eine Landwirtschaftsfläche, dass wir also auch für den Erhalt dieser Landwirtschaftsflächen sind, weil wir auch die Landwirtschaft und auch den Landwirt, den Freien und Leiter unterstützen wollen, denen also auch nicht die Existenz nehmen wollen. Insbesondere ist diese Fläche auch ein fruchtbarer Boden, wie auch schon gerade draußen gesagt worden ist, also eine wesentliche Luftschneise dann auch, hat auch kühlende Wirkung. Klimatische gesehen, also schon von sehr hoher Bedeutung, die Feldlärche, die also auch dort ansässig ist, sind also alles Kriterien, die dann gegen eine Bebauung sprechen. Ich will auch sagen, also zu dieser Vorlage, die
diese so städtebauliche Strategie zur Unterbringung von Flüchtlingen auch eine Anlage dabei war. Und in der Anlage hatte die Verwaltung auch schon eine erste Einschätzung vorgenommen. Und die Punkte, die ich gerade genannt habe, die waren auch schon in den ersten Einschätzungen so genau drin. Und diese Einschätzung hat sich auch inhaltlich bezogen auf die Wohnbau, die angedachte Wohnbaufläche an der Lahnbeckestraße. Das ist also meine Position ist die gleiche. Ich bin dann Lahnbeckestraße, also auch dafür, dieses Landschaftsschutzgebiet dort zu erhalten, auch eine wichtige landwirtschaftliche Fläche, Landschaftserholungsgebiet, also alles wesentlichen Kriterien dafür, dass diese Flächen unbedingt zu erhalten sind. Und ich habe das gesagt, ich bin an Ihrer Seite. Ich unterstütze Sie dafür, dass also diese Pläne nicht umgesetzt werden können. Und das tue ich und das werden Sie dann heute Abend hier jetzt von mir merken. Ich war also auch im letzten Jahr auf einer Einladung der Menschen, die Anwohnerinnen und Anwohner, die in der Siedlung am Isinger Bach waren, da habe ich das Gleiche gesagt, dass ich das Anliegen unterstütze, dann auch gerne dabei bin und dann auch da mittragen möchte, dass also die Flächen unbebaut bleiben, weil sie halt so wichtig sind. So, grüne Flächen, grüne Lunge, alles wesentliche Kriterien, die da unbedingt zu beachten sind. Also, da haben Sie meine vollste Unterstützung. Ja, das ist also der Sachstand dazu aus dem Rat, auch meine persönliche Meinung dazu, wie ich also zu diesen Vorschlägen stehe. Sagen Sie noch mal was zu dem Zustand an der Grünbergstraße. Was passiert denn da? Was ist denn da beschlossen? An der Grünbergstraße ist beschlossen worden, dass noch ein zusätzliches Gebäude dann errichtet werden soll. Wir bedanken uns. Ja, man muss jetzt sagen, also es sind doch in unserer Stadt 6.400 Menschen unterzubringen. Und das war also ein Standort, wo man dann gesagt hat, so, da sollten dann noch 75 Menschen. Ja, die wohnen 50 Meter davon entfernt. Für 5 Jahre haben sie eine Baugenehmigung gehabt. Seit über 20 Jahren steht der schon. 26 Jahre. Ja? Ja, ich habe. Und jetzt kriegen wir als Dank dafür, dass nein, ich habe doch, gerade gesagt, es wird eine Ratsvorlage, es war jetzt ein Vorschlag, es wird eine Ratsvorlage geben, dann in der nächsten Woche, wo auch diese Fläche an die Grünbergstraße sein wird. Das ist schon nicht beschlossen. Nein, ist noch nicht beschlossen. Natürlich ist die beschlossen. Nein, jetzt. Nein, ich habe doch gerade gesagt, es wird ein Gesamtkonzept gemacht für die Stadt Essen. Das hat alle Flächenvorschläge von der Verwaltung geprüft und dazu wird es dann eine Stellungnahme geben. Wie wir gehört haben, eine umfangreiche Stellungnahme, über 50 Seiten wird also diese Stellungnahme sein. Also daran werden Sie dann sehen, wie explizit und wie genau im Einzelnen man sich jede einzelne Fläche dann auch geprüft hat und dazu eine Stellungnahme dann abgeben wird. Ich kann jetzt nicht zu jeder Fläche eine Stellungnahme
abgeht. Also ich habe, was ist denn von den Förster? Ja, ich habe gesagt, also die Verwaltung prüft. Und der Herr Oberbürgermeister wird in der nächsten Woche das Prüfungsergebnis in Form einer Liste dann mit Flächenvorschlägen, auch mit Wohnungen, die dann bezogen werden können. Diese Liste wird in der nächsten Woche der Politik dann vorgelegt werden. Und dann wird man sich im Einzelnen mit jedem Vorschlag dann beschäftigen können. Haben wir denn als Bürger dieses Bereich auch Mitspracherecht, wenn mal der Vorschlag dann da ist? Nein, also das Vorschlagsrecht direkt nicht, aber in Kommunikation mit der Politik, also dass man dann kommunikativ über diese Probleme dann redet und man auch die entsprechend dann auch in die Politik dann einbringt, dass das dann auch geprüft wird. Welche Möglichkeiten dann da bestehen, auch die Vorstellung der Bürgerinnen und Bürger dann erfüllen zu können. Wir haben in Bayern nur eine Resolution vorbereitet. Sie bitten, dass Sie das einmal vorlegen. Also ich bin jetzt nicht Vertreter der Verwaltung. Ich bedauere das sehr, dass also kein Kollege der Verwaltung heute hier ist und dazu Stellung nehmen könnte. Eben ein bisschen die Sache strukturieren. Es sind jetzt zwei Sachen da. Einmal ging es um die Landschaftsschutzgebiete und sicherlich ist auch noch Raum da zu gucken, wo noch bei vorhandenen Flächen und bei Flüchtlingsheimen, die ja schon bestehen, was da also für Gedanken da sind. Wir müssen das jetzt also ein bisschen ordnen. Vor allen Dingen kann es nicht jeder reinsprechen. Das haben sich da hinten auch schon welche gemeldet. Und viele verstehen es, also ein bisschen hier, sonst kommen die hinterher gar nicht dran. Das erste Ruf hat gewonnen. Also ich bitte um Verständnis, dass ich nicht böse gemeint. Da müssen wir jetzt sagen, jetzt ein bisschen strukturieren, sonst kommt das aus dem Ruder. Ja. Also. Ich meine, dass die Flüchtlinge gekommen werden, das ist schon klar. Wenn wir Wünsche abgeben, müssen es auch klar. Was ist denn mit der Sicherheit? Was ist denn mit den Schutzmaßnahmen? Sind denn so viele Leute da, die ein Flüchtlingslager von 700 Leuten beschützen können? Von wo kommen die denn? Polizeiwache kommt von einem Buga. Und bis die da sind. Also bei uns. Seit der Presseveröffentlichung, was in unserem Stadtgebiet geplant wird, derzeit geplant wird und auch umgestoßen wird, haben natürlich mich persönlich viele Fragen erreicht und auch viele E-Mails habe ich bekommen. Die würde ich jetzt mal vorlesen. Das sind wirklich sehr viele, die uns allen auf der Seele brennen. Ich sage jetzt nochmal. Können Sie erst die Frage beantworten? Nein, ich sammle die Fragen. Ich habe viele Fragen bekommen, auch heute noch. Ich stelle eine Frage, bekomme gar keine Antwort. Aber die kann ich nicht geben. Da muss der Polizeipräsident die Fragen, die heute gestellt werden, werden weitergeleitet an Politik, Verwaltung und Polizei. Mehr können wir heute Abend nicht machen. Darum nochmal. Wir sammeln die Fragen und leiten die an Verwaltung, Politik, Polizei und sonstiges weiter. Ihr wundert euch, dass die Rechte gewählt werden. Entschuldigung, willst du nicht wählen? Das ist doch ein Witz, was hier abläuft. Da stellt einer eine Frage, ich kann mit E-Mail, dann ich hier nicht die Unterstützung bekommen. Also, wir müssen noch eins erklären. Entschuldigung, Mann, ich muss mal immer zwischengehen. Die Leute da vorne, die können nichts dafür, die sprechen jetzt für uns. Leider ist hier kein Oberster da. Wo ist der Oberbürgermeister? Das ist die Scheiße. Wir kleinen Bürgerschutzstudio können nichts machen. Der ist fünf, eine Ausführung hat. Wir haben heute keine Entscheidung hier. Scheiße, ist das? Ich würde ganz gerne jetzt einmal das Mikrofon weitergeben. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich, dass ich das Wort kurz ergreifen darf. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Wilfried Adamil. Ich bin auch genau für diesen Bereich hier im Rat der Stadt Essen als Ratsherr für die Piratenpartei gewählt worden und bin über die Liste in den Rat eingezogen. Jetzt hier zu dem Sachstand, da gibt es noch einige Lücken, die vielleicht aufzuklären sind. Und zwar, es gibt noch keine Vorlage, die abzustimmen ist. Das Einzige, was bisher getan wurde, ist die Politik, hat der Verwaltung, Sie dürfen mich gerne verbessern, wenn ich mich verhaspeln sollte, hat einen Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben, entsprechende Grundstücke zu prüfen. Weil was nun mal eben ein Fakt ist, in diesem laufenden Jahr ist ausgerechnet worden, bei dem interfraktionellen Arbeitskreis, der vorhin erwähnt wurde, am Freitag stattfand, dass
insgesamt in Summe 8.400 Leute zusätzlich hier in Essen untergebracht werden müssen. Und darauf haben wir ja leider keinen Einfluss als Kommune, sondern es ist einfach so, wir bekommen die Leute zugewiesen und die müssen wir hier irgendwie unterbringen. Das ist einmal der Status. Vorausgesetzt, es sind circa 1 Million Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen. So, und zu der Vorlage, da wurde damals, war glaube ich Mitte Dezember, hatten wir die Ratssitzung. Da haben dann die Fraktionen von SPD, CDU, EBB und wir, die Parteipiraten, insgesamt diese Vorlage zur Prüfung nämlich ergänzt, dass nicht nur diese 15 Grundstücke geprüft werden, sondern wir haben gesagt, es gibt doch eine sogenannte 112er-Liste, die immer kursierte, was stadteigene Grundstücke sind. Einfach um zu sagen, wir möchten keine riesengroßen Ghettos schaffen, dass wir eben halt 800.000 Personen auf einen Punkt konzentriert haben, sondern wir möchten integrativ von vornherein eben halt kleinere Punkte haben. Und ganz wichtig war uns eben halt loszulösen die Frage der Unterbringung von Flüchtlingen von stadtplanerischer Politik. Das war uns auch wichtig. Und eben halt, ich bin ein Kind von denen, der auch im Landschaftsschutzgebiet in Freisenburg groß geworden ist, da mein Großvater schon gesagt hat, mit Junior brauch da nicht mal eine Hundehütte hin, darfst du in dieses Landschaftsschutzgebiet, musst du wieder abreißen. Und das ist eben halt das, wo ich gesagt habe, Landschaftsschutzgebiete schützenswert und deshalb haben wir aber uns nicht verwehrt, das alles prüfen zu lassen. Und in den Prüfauftrag ist eingeflossen, jetzt mittlerweile eingeflossen, wir haben jetzt am Freitag erfahren in den Fraktionen, dass mittlerweile über 300 Grundstücke, davon sind ca. 150 stadteigene Grundstücke, 80 Grundstücke, die eventuell privat angekauft werden, die alle in kleineren Parzellen sozusagen eingeteilt sind, wo es eben halt Größenordnung 100, 200 oder 300 Personen dann gibt, wo Unterkünfte geschaffen werden können. Und wie gesagt, das alles sind alles nur Vorschläge. Es gibt noch keinerlei Entscheidung, wo irgendwo was gebaut wird. Das muss alles erst noch am 27. Januar im Rat dann beschlossen werden. Nur wir haben den Status jetzt noch nicht ein benanntes Grundstück, eine Vorlage, die wir bekommen sollen, wo wir jetzt sagen können, diese Grundstücke sind überhaupt geeignet dafür. Darauf warten wir halt noch von der Politik. Erst dann treffen wir überhaupt eine Entscheidung, wo überhaupt irgendwas hier in der Stadt gebaut wird. Weil jetzt gerade so der Unmut aufkam, ihr von der Politik, ihr tut ja, was ihr wollt. Nein, konnten wir nicht. Wir hatten mittlerweile einen Notstand bisher. Das heißt, bisher hat die Verwaltung entschieden, einfach Obdachlosigkeit zu vermeiden in Massen, um dann einfach Zeltstädte zu bauen und so weiter. Und wir haben gesagt, diese Vorlage soll dazu dienen, in erster Linie auch die Zeltstädte zu beseitigen, weil das einfach eine menschenunwürdige Unterbringung ist und der ganzen Stadt ja auch nicht dienlich ist, was Integration angeht. Und das ist eigentlich so der jetzige Status. Ich bin gerne hier weiter zu informieren, und wir haben nichts, was wir eigentlich Ihnen handfest zur Hand geben können. Alles, was wir Ihnen sagen würden, das wäre dann wirklich Gelob oder Inhaltetaktik. Nur wir sind hier von der Politik mittlerweile genauso schlau jetzt wie Sie. Das ist alles. Genau. Das ist das Böse wegen das Grundgesetz. Sie sind als Asylbewerber nach 16a und sind keine Flüchtlinge. Also wir müssen jetzt zur Frage stellen. Und ich würde jetzt Ich habe da noch mal eine Frage zu. Also ich habe jetzt die Zeitung gelesen und ich habe mich jetzt aus der Zeitung schlau gemacht. Da stand doch drin, dass Gebiete geprüft wurden, die schon ausgefallen sind und nicht gebaut werden. Wie kann denn da drin stehen, die wurden geprüft und sind halt rausgefallen, weil sie nicht entsprechen? Und andererseits wird gesagt, die Gebiete sind noch gar nicht geprüft. Da ist doch irgendein Widerspruch drin. Das habe ich jetzt gerade so verstanden. In der Presse ist gesagt worden, welche Grundstücke wohl nicht geeignet sind. Das ist vollkommen korrekt so. Nur es gibt noch keine verbindliche Liste, die hat noch kein einziger von uns Politikern gesehen. Die Verwaltung sagt, es gibt eine Liste und die Liste muss uns den Fraktionen noch zugeführt werden. Und dann sehen wir, die Werte wahrscheinlich dann gekennzeichnet werden, mit welchen Aufwänden eventuell ist notwendig oder welche Grundstücke eben komplett herausfallen. Ist eine direkte Frage hier von der. Ich bin der Andreas Kirchmann von der WI und die Ratsherren haben da jetzt gesprochen und
Das stimmt nicht ganz. Ich kann schon was sagen. Der BI, unser BI liegt im Papier vor. Lahndecke 500 Plätze, wir haben schwarz auf weiß, also hier wird ein bisschen rumgeeiert. Vielleicht jetzt sagen die, wir haben nichts, wir haben aber eins. Wir können natürlich nicht unsere Quelle natürlich nicht nennen. Wir haben ein Papier vorliegen. Christian Kalbert kann ja bestätigen, dass die Lahndecke mit 500 Plätzen nicht mehr im Landschaftsschutzgebiet, sondern im kleinen Wäldchen, was gerodet werden sollte, und auf der anderen Seite. Also da ist jetzt kein Geschwätz, wir haben Papier vorliegen. Weil die Ratsherren wissen anscheinend nichts davon, nur der Andreas Kegmann weiß das schon. Wie ist das denn? Hallo, dann frage ich mich jetzt. Deswegen. Dann will ich jetzt weiterreichen an den Herrn Potthoff oder Frau Schmutzler-Jäger. Ernst Potthoff, ich bin ja auch Ratsherr von den Grünen hier. Es hat am Freitag schon eine Information in diesem Arbeitskreis, den wir auch mitbeschlossen haben, gegeben, wo die Fraktionsvorsitzenden drin waren und da zusätzliche Vertreter. Da gibt es auch sozusagen eine erste Aussicht. Was richtig ist, es gibt noch keine exakte Vorlage, wo man jetzt bis auf Punkt und Komma was sagen kann. Aber da ist natürlich ein bisschen was erzählt worden. Und weil ich in diesem Arbeitskreis nicht drin bin, aber Herr Schmutzler-Jäger als Fraktionsvorsitzende von uns natürlich drin ist, würde ich dann vorschlagen, dass ich jetzt statt mir was erzählt, weil ich kann dann auch nur über die Liste erzählen, von der gerade Herr Kirchmann erzählt hat. Und dann geht es über 7 Seiten. Das ist vielleicht klüger, wenn man es dann von jemandem hin und sagen lässt, der da Ohrenzeuge und Augenzeuge war bei der Sitzung. Ja, danke Ernst nochmal. Ja, mein Name ist Hildur Schmutzler-Jäger, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen-Ratsfraktion in Essen und ich war in der Tat am Freitag bei dem interfraktionellen Treffen anwesend. Und auch wir haben noch keine endgültige Vorlage, um das auch nochmal zu bestätigen. Es gibt keine abgestimmte Verwaltungsvorlage, die Ratsfraktion, deswegen bin ich jetzt auch so spät gekommen, heute diskutieren konnten mit Blick auf Mittwoch, den 27. die Ratssitzung. Was diskutiert wurde, es ist richtig, ich weiß gar nicht, wer es gerade noch mal gesagt hat, dass außer Lahndecke, Sie haben es richtigerweise gesagt, genau, Ihre große Stimme hat das Richtige gesagt, dass die Lahndecke nur noch mit der Fläche in der Diskussion steht, die Sie gerade geschrieben haben, das wissen die Fraktionen, müssten Sie wissen, weil das normalerweise auch Aufgabe der Fraktionen ist, aus dem interfraktionellen Kreis das an Ihre Fraktion weiterzugeben. Insofern wissen das die Grünen schon. Also es handelt sich um diese kleinere Fläche an der Lahndecke, die nur noch zur Diskussion im Bezirk 7 steht. Also wenn wir jetzt nur vom Bezirk 7 sprechen, Mecklenburg-Wiese, Reibenkamp ist raus, Alleestraße ist raus, all die anderen Flächen, die wir hier diskutiert haben, für, wie gesagt, diesen Bezirk. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob hier vorwiegend Menschen anwesend sind, die sich, also andere BIs, das ist richtig und wichtig. Da kann ich nur sagen, die Flächen von diesen 15, die zur Diskussion standen, sind insbesondere in Altenessen-Nord, nördlich der Nordsternstraße Marina drin, Altenessen-Süd, Höfelstraße, Bäuminghausstraße, damit 800 Plätzen, vorher Marina immerhin 600 Plätze. Wir müssen jetzt auch mal sehen, was passiert auch in anderen Bezirken. Wir wollen ja gemeinsam hier auch vorgehen, denke ich, nicht nur bezirksbezogen. In Beningrade, es wäre schön, wenn man vielleicht einfach mal, damit alle wissen, worüber wir reden, erstmal zuhören. Und ich denke, wir alle wollen ja auch diskutieren, aber ich finde immer wichtig, wenn man diskutiert, dass man auch eine Grundlage über das hat, worüber man diskutiert. In Beningrade, im Fatlo, sind es 400 Plätze, das geht immer um eine Belegung bis Februar 2017. Also das heißt, man will ja die Leute aus den Zelten jetzt rausbringen, damit man 2017 die Menschen auch anders als in Zelten unterbringen kann. In Harzopf, Spielkampfsweg, Katzbachstraße, 600 Plätze. Leite, das ist das, was Sie sagten, Lahnbecke für 400 Plätze. Aber hier soll das ursprünglich geplante Gebiet verkleinert werden und dafür ein nordwestlich am Siedlungsrand gelegenes Gebiet zusätzlich belegt werden, das haben Sie gerade, das will ich euch, ich will jetzt nicht kommentieren, erstmal damit man weiß, worüber man spricht, das finde ich schon auch wichtig. So, dann geht es natürlich darum, dass wir darüber hinaus natürlich auch noch Flächen benötigen, die kleiner sind, weil viele Flächen ja jetzt rausgefallen sind als 2 Hektar und das ist die Antropstraße in Überruhr-Insel für 200 Menschen, das ist die Barkhofenallee, Jakobsallee, wert
werden Haidhausen mit 200 Plätzen, die Bruckstraße in Katternberg mit 200 Plätzen, Nöckeradstraße 114 in Frohnhausen mit 200 Plätzen, Fläche des ehemaligen Schwimmbades Oase mit 200 Plätzen und die Neustraße auch mit 200 Plätzen. So, dann haben wir noch die Unterkunftsstandorte, die wir jetzt haben, die zu festen Unterkünften werden sollen. Das ist einmal die Bonifatiusstraße Krai mit 400 Plätzen, Erbsöhstraße Altenessen 400 Plätze, Blessweidenweg plus 200 macht 500, wo ich mich frage, ob 500 Menschen nach Blessweidenweg untergebracht werden sollen, Hotels, also da gibt es auch Fragen. Dann Feste-Straße in Burg Altendorf mit 200 Plätzen. Das sind die Standorte, die Punkte, die, darum geht es ja auch heute im ersten Schritt, die am 27. Januar im Rat der Stadt entschieden werden sollen. So, das heißt, all die anderen Flächen, das habe ich jetzt gerade beim Reinkommen mitbekommen, in der Tat, die sind natürlich nicht außerhalb jeglicher Diskussion, weil wir noch Plätze benötigen, aber das sind die Punkte, über die jetzt erstmal entschieden wird am 27. Das heißt, wenn man bei den Standorten eine klare Diskussionsgrundlage hat, muss man im zweiten Schritt wachsam bleiben und natürlich überlegen, welche Standorte kommen im Schritt 2. Es sind im Moment pro Werktag 35 Menschen, die am Werktag nach Essen kommen, bis zu 48. Kann sich das steigern, gerade am Wochenende sind jetzt 300 Plätze wieder belegt worden. Die Stadt Essen hat zurzeit lediglich bis Ende Januar noch 200 Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen. Exakt 200, und dann kann man sich bei 35 bis 38 pro Tag sehr schnell ausrechnen, dass die Stadt keine Kapazitäten mehr hat. So, ich finde, das ist eine ehrliche Grundlage, die wir hier auch zur Kenntnis nehmen müssen. Also, de facto sieht es so aus, es gibt in dieser Stadt bei den vorhandenen Unterkünften keine freien Kapazitäten mehr. Was keine Argumentation ist, bei Landschafts-, Landwirtschafts-, Naturschutzflächen einzugreifen. Das muss man jetzt auch klar sagen. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es auch Gewerbeflächen gibt, die man nutzen sollte, weil Gewerbeflächen, brachliegende Gewerbeflächen, sind zumindest erstmal keine Flächen, die uns aus Natur-, Landschafts-, Umweltschutzgesichtspunkten in dieser Stadt dauerhaft, sage ich jetzt mal, Boden und Grund nimmt. Die Gewerbeflächen muss man damit aber auch dann einhergehend sagen, die liegen aber vorwiegend im Essener Norden. Das ist die andere Seite der Medaille. Das heißt, der Norden ist, das haben wir heute in der Fraktion auch nochmal aus, der Norden und der Osten und auch in gewissen Teilen der Westen sind natürlich übermaßen doch schon mit Unterkunftsoptionen bestückt. Das heißt, wir beispielsweise haben heute auch nochmal diskutiert, dass man durchaus auch im Süden noch mal schauen kann. Also in Kettwig gibt es beispielsweise nicht eine einzige Unterkunft. Donnerwetter! So. Meine Güte! Wir haben noch mal unten, vielleicht weiß gar nicht, ich will ja die Diskussion jetzt hier gerade, ich will ja nur ein paar Fakten noch mal nennen. Wir haben gesagt, also Fläche Mühlheimer ist der Flughafen soll dicht gemacht werden, das Land steigt aus. So, da hat man dann eine Schutzoption nach Mühlheim. Das ist das eine. Wir haben da Lerchenstraße, Volkswald, da waren ja Menschen untergebracht. Warum kann der Volkswald nicht als dauerhafter Unterkunftsstandort auch im Süden hergerichtet werden? Das ist ein Sportplatz ehemalige Nutzung, genauso wie Blessweidenweg. Blessweidenweg war als Gewerbefläche an sich bei uns im Flächennutzungsplan. Und wir haben die Fläche ja sogar als optionale Verkaufsfläche im Bäderkompromiss enthalten. Das sind 3,1 Millionen, die sozusagen im Sport damit entgangen sind. Wir haben gesagt, okay, Blessweidenweg, aber wir sehen auch nicht, wie 800 oder 500 Menschen an diesen Flächen untergebracht werden können, ohne dass es dauerhaft zu einer, ich sage das jetzt wirklich vorsichtig, möglichen Ghettoisierungen in einzelnen Bezirken kommt. Man kann keine 500, 400, 500, 600 oder gar 800 Menschen an einer Fläche unterbringen und von Integration sprechen, weil diese vorübergehenden Zellstandorte werden nie und nimmer nur 3 bis 5 Jahre bleiben. Ich kann Ihnen versichern, solange es diese Ströme gibt, dass Menschen hier Zuflucht suchen, werden diese Flächen auch beibehalten. Und was wir städtebaulich klar haben müssen, und da stehen Grüne ganz klar, wir müssen zusehen, dass die Menschen aus den Zelten rauskommen. Wer am Blessweidenweg war und gesehen hat, wie die sich den Popo da abfrieren, das ist menschenunwürdig. Aber man muss trotzdem mit Vorsicht und mit wirklich gutem Blick eine gerechte Verteilung auf Flächen, die optional möglich sind, erstmal suchen. Und dazu gehören unter anderem natürlich auch Gewerbeflächen und kleinere Einheiten, die ja jetzt auch diskutiert werden mit der Antropstraße, Neustraße. Das sind kleinere Flächen. Und da kann man eben keine 500 Menschen unterbringen, sondern nur 200. Was auch richtig ist, weil man letztendlich nicht so eine große Anzahl an Menschen in einem Quartier dauerhaft integrieren
kann, weil das ist eine wirklich richtig große, schwierige Aufgabe. Und deswegen fände ich es gut, wenn wir heute in der Debatte nicht nur sagen, wir wollen es da und da nicht, sondern dass wir uns gemeinschaftlich, weil die Menschen werden kommen. Wir sind als gesetzlich verpflichtet, diese Menschen aufzunehmen. Wir brauchen heute nicht, wir brauchen, das können wir ja sicherlich an einer anderen Stelle diskutieren. Also wenn Sie jetzt nur populistisch dazwischen rufen, hilft das hier keinem Menschen in diesem Saal. Wir wollen ja eine Lösung finden und nicht, wir wollen ja eine Lösung finden und nicht über falsch und richtig. Die Menschen sind schlichtweg da. So, und wir haben für diese Menschen auch zu sorgen. Und ich würde mir wünschen, dass es hier eine Diskussion gibt, die gemeinsam nach Lösungsoptionen sucht. Ich habe Ihnen die Fakten erstmal dargelegt. Und dann an Sie, dann können wir dann nochmal. Ja, ganz kurz. Ich glaube, mich kennen jetzt mittlerweile alle vom Balkon des Kreierrathauses. Ich muss mir was loswerden, was mir wirklich schon sehr lange jetzt auf der Seele brennt. Ich bin wahrlich kein Grünen-Wähler. Aber Frau Schmutzer-Jäger, Sie sind mir seit der letzten Ratssitzung, da sind Sie mir schon mal aufgefallen. Und ich muss Ihnen, eigentlich muss ich Ihnen meinen Respekt zollen. Sie sind endlich mal eine Politikerin, die Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch bringt, gut informiert ist und die Arbeit der Bürgerinitiative unterstützt. Danke. Herzlichen Dank. Sie hat mich schon länger gemeldet. Einer von den Politikern, schon mal in unserem Gebiet in der Lahnecke. Wir sind von Richter belastet, wir sind von der A40 belastet, wir haben um unser Wohngebiet, ein Industriegebiet, was vor einem halben Jahr zur Debatte stand, dass man die Industrie erweitern wollte. Da sind wir ja schon gegen angegangen. So, wir leben mit 200 Eigentümern in einer Sackgasse, wo keine Infrastruktur ist. Ich stelle mir vor, wie die Bagger da durchkommen, wie unsere Autos an den Seiten befähigt werden, weil da gibt es keine Gasleitung, keine Stromleitung, die Oberleitungen sind da. Wir haben einen Kindergarten, eine Grundschule. Wenn ich dann noch überlege, Grimbeckstraße ist noch im Kreis, auch die Schettersbusch geht noch zum festen Stand. So, dann sagen Sie mir noch mal was von Nord-Süd-Gefälle. Danke. Ja, mal schauen, dann eine Wortmeldung gibt es hier direkt zuletzt. Die Frau Schmutzer-Jäger, ich wollte nur mal sagen zum Thema Lahndecke. Ich war heute an der Neustraße, weil ich in Borbeck arbeite. Ich kenne mich gut aus. Da ist die alte Terstegen-Schule früher gewesen, die ist abgerissen worden, da kommt das wieder drauf. Ich kenne mich da aus ein bisschen, deswegen auch. Und da kann ich nur sagen, da sind im Umkreis von 2-3 Kilometer 4 Schulen, 4 Fußballvereine, wo man auch vielleicht die flüchtigen Jungs schnell in Fußballvereine integrieren kann. Da ist Wolfsbankring, da ist unheimlich viel Leben. Ich denke mal, da sind, ich weiß nicht, wie viele kommen, 200, die sind sehr gut aufgehoben, die kann man gut integrieren. Da bin ich von überzeugt. Und in der Lahnecke, ich sage jetzt mal am Arsch der Welt, oben im Essener Osten, wo Bochum anfängt, einen Meter weiter, da 400, ich sage jetzt mal, das ist nicht möglich. Das wird knallen da in dem Sinne, da ist keine Infrastruktur. Diese Leute haben da nichts. Die nächste Bäckerei ist 1,5 Kilometer entfernt, eine Bushaltestelle, 700 oder 1 Kilometer. Und die, ich sage es mal Neustraße, weil ich mich da auskenne. Das ist eine super Infrastruktur. Und Leute, da war ja auch schon mal was. Ne? Und da haben die einigermaßen die Leute auch, die wohnen jetzt in den Häusern von den 90er Jahren, ich sage mal vom Balkan, die Flüchtlinge. Sind da viele, die sich da angesiedelt haben und da leben. Nur die Lahndecke, da muss ich ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wer in der Stadtverwaltung diese Gebiete aussucht. Ich habe ja in Westia draußen schon ein bisschen angeprangert, bin bestimmt nicht sein bester Freund gerade, wie Sie wissen. Ne? Und würde mich freuen, wenn er irgendwann in Pension gehen würde. Nur wer sucht sowas aus? Und dann möchte ich noch eins sagen, ganz kurz. Ich denke mal, da sind wir Bürger alle gleich. Ich kriege das blanke Kotzen, wenn ich Stadtwald, Bredeney, da ist nirgendwo was. Das ist nur meine Turnhalle. Lieber Hans Petterius, lieber Kollege von den Piraten aus dem Rat, die Frau Schmutzer-Jäger, der Ernst Potthoff, die alle vom Rat hier sind, da muss aber auf den Tisch gehauen werden. Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin mit meiner Frau durch Bredeney gefallen. Da können wir auch ein paar kleine Wäldchen abholzen, was hinstellen. Da ist genug Fläche. Da muss ich nicht in der Lahnecke hinstellen, wo der Checkersbusch
2 Kilometer entfernt ist, die Grimbergstraße erweitert wird. Also ich finde es skandalös mittlerweile. Ne? Ich bin dafür, dass wir die Flüchtlinge sicher unterbringen. Gottes Willen. Aber so nicht. Dann sind sie im Umkreis von 2-3 Kilometer. Und im Redenei und in den gewissen Sachen, die ich gesagt habe, da haben wir genug Platz. Ich bin da durchgefahren. Ich nenne Ihnen gerne welche, weil der Herr Best ja nicht fähig ist, diese Stadtplanung hier zu ziehen. Dann, wenn Sie Hilfe brauchen im Rat oder in der Stadtverwaltung, sprechen Sie Andreas Gehichmann an. Danke. Wollen wir jetzt zur Fragerunde kommen? Wer ist hier als erstes? Damit begründet. Bitte den Namen vorstellen. Wer nehmen wir jetzt? Dieter. Ja. Ja, mein Name ist Dieter Ratzmann, ich bin Benutzer des Kieferfeldes. Ich wohne dort seit Jahrzehnten gefühlt und dort sehr wohl. Wir haben dort ein Eigentum seinerzeit erworben. Und die Frage, die ich auch an die Kommission gestellt habe, hat der Stadtteil zwei Deiche, nämlich seine Integrationslast schon seit Jahren erfüllt. Und heute Morgen ist die Kommission, ja, dass die Kommission auf Feld geht, feststellen, wir haben schon sehr viele Migranten in Kommission auf Feld. Sie wissen, wenn Sie das Schließhausfeld kennen, die großen Wohnungsgesellschaften, Allbau, etc. Wir haben mittlerweile sehr viel in die Sanierung investiert im Grunde genommen. Also Wohnqualität ist wirklich auf einem sehr hohen Level. Und ich will einfach mal auch an diesen Kreis appellieren. Ich habe durch Zufall festgestellt, dass auf der Kreierstraße 196 Bereich der Familie. Ich habe die Sehungs- und Sanierungsansicht mit Herrn Mann gemeldet. Wenn Sie einfach mal in Ihre Nachbarschaft schauen, Sie werden das ein oder andere auch noch feststellen, dass dort die Wohnung sehr schön ist. Und abschließend will ich noch eine Bemerkung machen. Ich finde es eine Unverschämtheit vom Planungssitzer, nämlich den Best im Grunde genommen, der 14 Flächen im Grunde genommen anbietet, sie aus der Klamottenkiste herausholt. Ich sage mal, und es ist ja auch gerade mal eine Frage gestellt worden, wie lange arbeitet der Mann noch nicht, der ist ja kurz vor der Pensionierung. Das muss man ja feststellen in den Kreisen, der gerade ja auch das Fenster hat. Also ich bin froh darüber, dass Politik inzwischen Verwaltung am Füße gefüllt hat. Man hat ja nicht damit gerechnet, dass sich überall jetzt diese Bürgerinitiativen gründen. Und von daher auch mein Appell an die Bürgerinitiativen, zunächst erstmal ist die Kuh ein Stück vom Eis, aber es ist nicht vom Eis. Und Frau Schmutzler-Jäger hat das ja auch gerade dann zweiterweise erwähnt. Ja. Kurz den Namen. Jörg Karl ist mein Name. Ich habe auch gerade draußen ein kurzes Statement abgegeben. Ich bin vom Ex-Fachtag. Ich weiß nicht, mit den Leiden. Ich werde auch keine Frage zum Ex-Fachtag oder so stellen. Nur kurz das Gebiet, das da Camping wird. Auch das ist Landschaftsschutzgebiet. Das ist gerade, das abgerissen werden wird. Mich würde viel mehr interessieren. Ich war auch bei der Ratssitzung, wo Sie gesprochen haben. Wie steht denn der Rat mittlerweile dazu, dass man endlich mal sagt, Essen schafft das nicht mehr? Sie haben damals andere Essen. Ja. Drei Monate nicht mehr. Wir müssen Pause machen, wir müssen jetzt auf die Schweiz. Wie können wir sagen, wir haben 16 Bundesländer in Deutschland. Das Nordrhein-Westfalen 22% der Flüchtlinge aufgenommen. Was ist denn mit den anderen? Warum müssen wir fast ein Viertel der Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen aufnehmen und die anderen 16 Bundesländer nicht? Dann verstehe ich es nicht. Also wir entscheiden es erstmal jetzt kommunal nicht, wie viele Menschen nach Essen kommen, um das schon mal vorweg zu sagen. Ich glaube, das wäre auch nicht gut, weil dann ging es auch wieder nach Kraft und Stärke und es würde unter Garantie auch kein Gleichgewicht geben, wenn jede Stadt sagen könnte, ich kann und möchte nur so viele Menschen aufnehmen, weil das Gerechtigkeitsempfinden, stellen wir ja auch in der Europäischen Union fest, ist eben nicht ausgewogen. Das ist leider so. Es gibt einen sogenannten Königsteiner Schlüssel. Nach diesem Königsteiner Schlüssel werden von der Bundesregierung auf die einzelnen Bundesländer
die Flüchtlingszahlen verteilt. Und wenn Sie die Zeitung gelesen haben, ist es sogar so, ich konnte es jetzt auch nicht glauben. Ich war selber sehr, muss ich sagen, irritiert, überrascht, dass angeblich Essen noch nicht mal ihr Soll erfüllt hat. Ja, also ich kann Ihnen jetzt nur das sagen, was uns laut Königsteiner Schlüssel, jetzt kann man darüber diskutieren, nur ich sage Ihnen, uns bringt es jetzt nicht weiter, weil wir hier gemeinsam, auch die Kommunalpolitik, die Bezirksvertretung und Sie und ich, wir alle gemeinsam die Zahl der Flüchtlinge für Essen nicht verändern können. Deswegen bin ich dafür, dass man sich auf die, da können Sie jetzt im Jahre 2017 Bundestagswahl, da können Sie das Kreuzchen da machen, wo Sie glauben, dass Sie richtig vertreten werden. Auch bei der EU-Wahl. Aber für uns heute und hier, ich möchte über die Zukunftsperspektive, weil ich das gut kann, mehr kann ich nicht, über die Zukunftsperspektiven dieser Stadt reden. Und wie wir es hinkriegen, eine soziale Ausgewogenheit noch in einigermaßen gesellschaftlichen Frieden in dieser Stadt zu behalten und die Menschen zu integrieren, die kommen werden, ob sie das wollen oder nicht wollen, ob ich das will oder nicht will, das spielt heute und hier keine Rolle. Deswegen sage ich, für mich ist es, damit lösen wir jetzt eine Debatte aus, mit der wir hier für Essen nicht einen Millimeter weiterkommen. Und ich finde es wichtig, dass wir in der Stadt weiterkommen, weil da können wir entscheiden, da können auch Sie entscheiden, indem Sie protestieren oder Sie fahren nach Berlin. Nur jetzt diese Frage zu diskutieren, können wir gerne machen. In einer anderen Veranstaltung halte ich an der Stelle, aber für unzutreffend, weil ich glaube, die Menschen wollen wissen, wo sind die Menschen im Jahre 2017 untergebracht. Und das gilt es heute, glaube ich, gemeinsam zu lösen. Das ist zumindest meine Position. Der Kollege hat ja gerade versucht, dass wir das hier nicht lösen können. Sie hat keine Handhabe, sie kann nicht einfach Timeout sagen, Pause, wir brauchen Atemholen, ein bisschen Luft holen. Das geht wohl nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Das kriegen wir auch jetzt hier gelöst. Weil natürlich kann man sowas anmerken, aber wir haben jetzt auch das Rezept nicht in der Tasche. Wir müssen jetzt einfach mit den Sachargumenten und mit der Situation jetzt erstmal umgehen, die da ist, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich habe der Herr hier die Rolle gemeldet und sagen, er ist sie und dann sie, okay? Einmal Ihren Namen bitte. Wolfgang aus Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Das ist eigentlich, entspricht nicht meiner Erziehung, dass ich unterbreche. Entschuldigen Sie, aber da muss ich Sie jetzt unterbrechen, weil Sie die falsche Richtung haben. Das habe ich so nicht gesagt. Ich glaube, wieder, man kann es hier, glaube ich, auch bezeugen, dass es nicht so ist. Und ich habe nur gesagt, wir sollten eigentlich heute schon eine Vorlage bekommen. Die ist noch nicht eingetroffen und es wurde zugesagt, dass die jetzt zeitnah vorgeht. Aber ich habe nicht gesagt, einen Tag vor der Ratssitzung, das stimmt nicht. Es gibt manchmal in anderen, kleineren Punkten, da käbbeln wir uns innerhalb der Fraktion, da passiert schon mal, dass wir eine Tischvorlage bekommen, aber das hat natürlich nichts mit der Wichtigkeit zu tun, mit dem Thema, das wir heute sprechen. Und deshalb, da müssen Sie ja was falsch verstanden haben. Aber dann ist die Frage bei Ihnen was, ja? Geschäft machen.
wollen die Leute keine einkaufen gehen, wenn sie an den Klo. Und wenn sie jetzt finden, schon ist das auch, wenn man einkaufen geht. Da wollte man sich mal gedacht. Deswegen ist das Problem, haben wir ja nicht hier. Heidel Hausmann ist mein Name. Zu Ihnen habe ich noch mal, würden Sie das ergänzen? Ich habe auch die Leerstände seit Jahren beobachtet, das auf der Dreierstraße und in anderen Bereichen. Es gibt auch sowas wie ein Management für freie Wohnungen. Das wird meines Erachtens oder nach meiner Information hier nicht ausreichend praktiziert. Es geht ja auch darum, dass die Stadt lebenswert bleibt, auch städtebaulich. Und das kann man hier in Krai in einigen Bereichen nicht erkennen. Wir haben da sehr viele Leerstände und was wird da gemacht? Und da können zum Beispiel auch viele Wohnungen aktiviert werden. Wir hatten vor 15 Jahren 650.000 Einwohner. Wir haben jetzt 570.000 oder 578.000 Einwohner. Wenn man die Bevölkerungsentwicklung sich anschaut, dann hätten wir noch genug Möglichkeiten für Menschen, die in Wohnungen unterzubringen, selbst wenn davon einige vielleicht nicht mehr bewohnbar sind. Und da fehlt mir das kluge städtebauliche Empfinden, hier wirklich so zu gestalten, dass die Stadt lebenswert bleibt und dass man kein Landschaft- und Naturschutz anbietet.